Wenn wir die Augen für unsere Welt öffnen, dann stellen wir fest, dass unser Planet von den verschiedensten Wesen bewohnt ist. Und diese Wesen haben ganz unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Das Tier, das hat ein Bewusstsein, jedoch kein Selbstbewusstsein. Das hat nur der Mensch. Und bei Pflanzen redet man im Allgemeinen nicht von Bewusstsein und bei den Steinen schon gar nicht. Doch auch sie haben ein Bewusstsein. Doch kommt das hier auf der Erde noch nicht zum Ausdruck. Wir begreifen Tiere, Pflanzen und Mineralien als Mitgeschöpfe, von denen wir uns ernähren und für die wir verantwortlich sind und die zur Gemeinschaft allen Lebens auf dieser Erde gehören. Ebenso gibt es Wesen, deren Inkarnation nicht ins Physische reicht, die jedoch ein viel weiteres und größeres Bewusstsein haben als wir Menschen. Auch sie ernähren sich von uns, von unseren Gedanken und unseren Gefühlen, und sie würden uns auch gerne hilfreich zur Seite stehen, wenn wir sie nur im Bewusstsein hätten. Dies hat Christian Morgenstern sehr schön ausgedrückt in einem Gedicht, in dem der Engel zu Menschen spricht. O wüsstest du, wie sehr dein Antlitz sich verändert, wenn du mitten in dem Blick, dem stillen, reinen, der dich mir vereint, dich innerlich verlierst und von mir kehrst. Wie eine Landschaft, die noch eben hell, bewölkt es sich und schließt mich von dir aus. Dann warte ich, dann warte schweigend ich, oft lange. Und wär ich ein Mensch wie du, mich tötete verschmähter Liebe Pein. So aber gab unendliche Geduld der Vater mir, und unerschütterlich erwarte ich dich, wann du immer kommst. Und diesen sanften Vorwurf selber nimm als Vorwurf nicht, als keusche Botschaft nur. Weil der Mensch frei bleiben soll, bringen die Engel für uns Menschen diese liebevolle Geduld auf. Wenn ihr euch an die Engel wenden wollt und keine geeigneten Worte dafür findet, dann nehmt einfach die Worte des Schweizer Schriftstellers Ernst Karl Plachner. Dazu mehr im nächsten Video.